Hallo zusammen. Ich denke, wir sind uns einig, wenn ich sage, dass es in der heutigen Zeit einfach ist, Fett anzuhäufen und deutlich schwieriger es ist, es wieder abzubauen. Ich möchte in diesem Beitrag explizit über das Bauchfett sprechen und dir einige Strategien mit an die Hand geben und auch Hintergrundinformationen zu dieser Thematik und was du vor allen Dingen tun kannst, um da deine Gesundheit zu verbessern. Tatsächlich können wir im Rahmen des menschlichen Körpers zwischen zwei Formen von Fett unterscheiden und das kannst du auch an deinem Körper beobachten. Und eines ist deutlich problematischer. Einmal ist es das subkutane Fett, das Fett, was direkt unter der Haut liegt, das ist auch direkt zu greifen. Das können wir greifen und auch verschieben. Auf der anderen Seite gibt es das gefährlichere Bauchfett, das sogenannte viszerale Fett. Das liegt ja in deinem Bauchraum um die Organe und das liegt hinter der Muskelschicht, das heißt hinter der Bauchmuskulatur und Rumpfmuskulatur. Und das ist eine Fettschicht, die wir nicht greifen können und die gesundheitlich durchaus problematisch für uns sein kann und darum soll es heute gehen. Um dir da die besten Strategien mit an die Hand zu geben, gehen wir insgesamt 5 verschiedene Themenbereiche durch und dabei sprechen wir über Lebensmittel, Sport, Schlaf und auch deine Zufriedenheit. Sie ist ganz wichtig auf dem Weg, aber zuerst wollen wir einmal in das Grundlegende einsteigen und das ist auch die Nummer 1, der erste Themenbereich. Vielleicht erstmal grundlegend gefragt, warum ist es so schwer, das viszerale Fett abzubauen? Das ist wissenschaftlich nicht ganz klar und da geht der Körper unterschiedlich mit dem viszeralen Fett um und dem subkutanen Fett, das unter der Haut und einmal in deinem Bauchraum. Wissenschaftlich nicht ganz klar. Wir wissen da, dass das viszerale Fett, das Bauchfett, metabolisch aktiver ist und auch voll mit einer breiten Masse an proinflammatorischen Zellen. Das heißt, das sind Zellen, die ja den Körper hin zur Entzündung drücken. Und diese Entzündung ist an der Entstehung mehrerer Krankheiten beteiligt. Das bedeutet mehr viszerales Fett, mehr Bauchfett, mehr Entzündung im Körper. Die Hintergründe und Unterschiede, die sind wissenschaftlich nicht ganz klar. Aber ich möchte jetzt vorrangig die Frage stellen, können wir denn trotzdem etwas gezielt gegen das Bauchfett tun? Und die ganz klare Antwort ist, nicht direkt. Wir können es nicht direkt angreifen mit einer direkten Strategie und mit vollem Fokus das Bauchfett abbauen. Gezielte sportliche Übungen funktionieren nicht und da ist mir auch ganz wichtig, diese Geräte, diese Bauchtrainer mit elektrischen Impulsen einmal anzusprechen. Diese Geräte funktionieren nicht für das viszerale Fett. Wir können nicht das Fett in unserem Bauchraum gezielt angreifen. Aber, und da kommen wir später auch nochmal drauf, wir wissen, dass mit Sport, unabhängig von anderen Variablen, mehr vom schlechten Bauchfett verbrannt wird. Das passiert unabhängig vom Gewichtsverlust und ist schon eine sehr interessante Sache. Wir können da schon mal direkt sagen, dass es eine gute Idee ist, zu trainieren. Über das Was sprechen wir in einem der nächsten Punkte, im dritten Punkt, glaube ich. Nun, das wirklich Grundlegende ist, um das Bauchfett abzubauen, auch wenn es eine alte Leier ist, die Konstante, die wir brauchen, um zuverlässig das Fett zu verbrennen, neben dem sportlichen Einfluss, das ist das Kaloriendefizit. Das ist ein Mangel an Energie und das benötige ich für eine längere Zeit, also eine Dauer, die lang genug ist und auch in einer Intensität, die hoch genug ist, um wirklich den Körper dazu zu bringen, dieses Bauchfett abzubauen. Und einen Hinweis möchte ich dir da in dem Zusammenhang geben. Es ist wichtig, dass du eine Kontrolle über deine Kalorienzufuhr in erster Linie schaffst. Die kann einem sonst davonlaufen und ich kann ja viel Energie in Sport und Bewegung stecken. Durch den höheren Sportaufwand habe ich mehr Hunger und dadurch steigt meine Nahrungsaufnahme durch diesen Hunger und ja, wenn mir die Kontrolle fehlt, dann kann auch der Aufwand in Anführungszeichen für den Gewichtsverlust, für die Fettverbrennung umsonst sein. Trotzdem hat der Sport einen Effekt auf dein Bauchfett. Lass uns mal auf Nummer 2 springen und da sind wir in dem Bereich von Lebensmitteln und da möchte ich dir eine Idee vorschlagen, die ich von Alan Aragon habe. Das ist ein Wissenschaftler aus den USA, der schon seit 30 Jahren hier in dieser Thematik mit seine Finger im Spiel hat. Und ich möchte dabei auf die Frage lenken, welche 20 Lebensmittel man denn so essen sollte. Tatsächlich essen wir überraschend wenig Lebensmittel. Das sind gar nicht so viele, es sind nicht mehrere Dutzend, sondern die meisten Menschen konzentrieren sich auf gewisse Kernnahrungsmittel. Und da ist ganz klar die Antwort, und die formuliert Ellen auch so, du solltest das essen, was du magst. Du solltest das essen,
was dir schmeckt und was du magst, worauf du dich freust, dann wird die ganze Strategie deutlich nachhaltiger. Wir wollen nicht Verzicht üben, wir wollen deine Vorlieben integrieren und diese Vorlieben, die müssen mit eingebaut werden, auch Genuss. Und das ist unser Credo hier bei einem Fasting. Wir zählen keine Kalorien und wir wollen natürlich deine Vorlieben und die sozialen Anlässe schützen, weil wenn wir dein Leben und deine Lebensweise schön gestalten, aber trotzdem an der richtigen Stelle die Energie in die Gewichtssteuerung, in das Kaloriendefizit reingeben, primär als allererstes über deine Kalorienzufuhr. Da schauen wir uns natürlich an, wo das Potenzial liegt. Aber es muss eine Strategie formuliert werden, wo du immer noch genießen kannst, in der du auch flexibel und irgendwo frei bist. Also, welche 20 Lebensmittel, die dir gerne schmecken und auf die du dich freust. Einen Schritt weiter, wenn wir uns jetzt einen Schritt weiter diese Lebensmittel vielleicht aufteilen wollen, dann möchte ich dir 6 verschiedene Gruppen von Lebensmitteln an die Hand geben. Und das sind erstens eine Lebensmittel mit einer hohen Proteinmenge, zweitens Fette, drittens Gemüse, viertens eine Kohlenhydratquelle, etwas Stärkehaltiges, fünftens könnte man Milchprodukte mit reinbringen und als 6. die Früchte. Diese 6 Bereiche, da könntest du dir jetzt deine 3 bis 4 liebsten Lebensmittel einmal als Liste runterschreiben und das könnte schon deine Ernährung sein. Voilà! Da hast du die verschiedenen Lebensmittelbereiche abgedeckt. Du kannst natürlich auch noch 1 oder 2 extra Lebensmittel, die rein in Genuss gehen, wie zum Beispiel der Wein oder das Ben & Jerry's Cookie Dough. Wenn das dein höchster Genuss ist, bring das auch noch mit rein und dann hast du eine Liste mit roundabout mal 20 Lebensmitteln, je nachdem wie viele du nimmst und das ist eine Auswahl, mit der du deine Gewichtssteuerung absolut meistern kannst. Wir dürfen da nochmal besonders erwähnen, dass die Proteine ein besonderes Augenmerk verdienen, deswegen gibt es ja auch Proteinshakes wie Sand am Meer, das kommt ja auch nicht von ungefähr, denn die Muskelmasse ist entscheidend für unsere Gesundheit und auch den Kalorienverbrauch. Je höher dein Kalorienverbrauch, desto einfacher ist es mal ein Stück Kuchen unterzukriegen und je mehr Proteine du zu dir nimmst, ganz unabhängig von Krafttraining und von Sport, desto mehr Muskulatur erhältst du in der Abnahme. Aber natürlich, wenn du den richtigen Sport auch noch dafür machst, dann wird die Gleichung und die Rechnung natürlich noch positiver, wie du deine Figur und deine Gesundheit steuerst. Und ganz wichtig, unsere Figur besteht immer aus Fett und Muskulatur. Es ist nicht das Ziel, auf einem Gewicht anzukommen mit einer sehr, sehr geringen Muskelmasse, sodass du nicht wirklich leistungsfähig bist, nicht wirklich vital. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann sieht eine Figur ohne ein gewisses Maß an Muskulatur auch nicht allzu prickelnd aus. Aber natürlich, das Normalgewicht stellt auch schon mal einiges an Gesundheit her. Aber um nochmal auf das Bauchfett und das gezielte Bearbeiten des Bauchfetts hinzuweisen, es gibt nicht wirklich Lebensmittel, die dir massiv dabei helfen, dieses Bauchfett loszuwerden. Du solltest dich eher um das kalorische Defizit kümmern und die Abnahme an sich und diese Abnahme möglichst nachhaltig und alltagstauglich gestalten, den Genuss mit integrieren, soziale Anlässe mit integrieren. Man kann davor und danach reagieren. Man muss nicht in einem sozialen Anlass reagieren. Und ganz wichtig ist, dass du auch den Genuss, den du dir eben reinholst, egal ob es das Ben & Jerry's ist oder etwas anderes oder die Chipstüte, dass du das dann wirklich auch in vollen Zügen genießt, aber an anderer Stelle die Verantwortung für die Kalorienbilanz auch trägst. Und der Punkt Nummer 3, der dritte Bereich, das ist schon der erwähnte Sport. Lag ich doch richtig, dass es der Punkt Nummer 3 ist. Welchen sollten wir da machen? Für den Effekt, wie schon gesagt, auf das Bauchfett ist generell jeder Sport gut. Aber es gibt eine Sportart, die verhindert oder die besser als jede andere verhindert, dass du in Zukunft wieder zunimmst. Und häufig denken wir daran, dass wir irgendeine Art von Ausdauertraining betreiben müssen, dass wir laufen gehen müssen, joggen gehen müssen und uns da wirklich die Kalorien abschwitzen müssen. Das ist nicht so. Wobei man natürlich auch sagen darf, dass Ausdauertraining akut viele Kalorien verbrennt. Aber wenn ich das wieder drauf futtere, kann es sein, dass meine Kalorienbilanz trotzdem auf 0 bleibt. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir 20 bis 30% der Kalorien, die wir da beim Ausdauertraining verbrennen,
durch eine Inaktivität in den Folgestunden wieder einsparen. Das heißt, das, was du auch auf dem Spinninggerät oder auf dem Laufband da siehst, wie viele Kalorien du verbrannt hast oder was deine Apple Watch anzeigt, da ist ein bisschen Fluktuation drin. Lasst uns wegkommen einmal von Ausdauertraining und einen Blick auf das berüchtigte Krafttraining werfen. Und mit Krafttraining und dann auch einer guten Proteinzufuhr, damit hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du Muskelverlust verhinderst oder mal zumindest minimierst. Und das ist wiederum wichtig für deine Figur und dann für deinen Verbrauch. Und dein Verbrauch hat ganz viel damit zu tun, wie einfach die Abnahme dir fällt. Es ist ein großer Unterschied, ob ich 2500 Kalorien verbrauche oder 1500 Kalorien. Die 500 Kalorien Defizit, die nötig ist für ein halbes Kilo Gewichtsverlust, es ist entweder ein Drittel oder ein Fünftel meiner Ernährung. Und deswegen haben wir da so einen großen Fokus auf die Proteine und auch auf das Krafttraining für eine nachhaltige Gewichtssteuerung. Und neue Erkenntnisse aus den letzten Jahren, die legen auch nahe, dass du, je mehr Muskulatur du verloren hast im Verlauf einer Abnahme, desto höher ist der Hunger langfristig und somit auch der Gewichtszugewinn im Verlauf der nächsten Jahre. Vieles weist darauf hin, dass die Erhaltung der Muskulatur und der Aufbau von Muskulatur und der Maximalleistung, ne, und den Verbrauch wirklich oben halten, die Muskulatur schützen, dass das eine der wichtigsten Strategien ist für eine nachhaltige Gewichtsabnahme. Zurück zu Ausdauertraining noch einmal. Das braucht nicht wirklich irgendjemand. Niemand braucht für eine nachhaltige Gewichtssteuerung Ausdauertraining. Das war etwas, was mir sehr wichtig war in meinem Verlauf. Ich mache kein Ausdauertraining, um mein Gewicht zu steuern. Ich steuere die Kalorienbilanz über andere Mittel. Aber ja, immer mehr finde ich Gefallen an Ausdauertraining und an den verschiedenen Modalitäten. Also bringe ich auch immer mehr für mich in mein Leben rein. Gesundheitlich ist es natürlich auch sehr, sehr wertvoll. Aber wenn ich die Abnahme langfristig steuere und meine 10, 20, 30 Kilo abgenommen habe, während des Verlaufs drosselt dein Körper deinen Verbrauch auch über deine Spontanbewegungen vor allen Dingen. Deswegen dein Verbrauch geht mit fortschreitender Abnahme runter und da dürfen wir gerne Ausdauertraining verwenden oder auch Spaziergänge und die Schrittzahl, um den Verbrauch stabil zu halten. Ja, ich habe dann etwas mehr Aufwand durch Sport und Bewegung, aber ich kann zumindest mal die Zufuhr konstant halten und kann dann so weiter die Abnahme aufrechterhalten. Als nächstes möchte ich mal fernab von dem Kaloriendefizit, Sport, Ernährung, Proteine, da gibt es noch eine Sache, die nicht direkt mit der Kalorienbilanz zu tun hat, aber indirekt aus Punkt 1. Und das ist der Schlaf. Der Schlaf ist etwas, was ich häufiger hier in vielen Bereichen Beiträgen thematisiere. Und ich habe dir da zwei Studien mitgebracht, möchte die dir einmal kurz und knapp vorstellen und dann das Fazit ziehen, dass wir uns um unseren Schlaf kümmern sollten. Die erste Studie blende ich dir ein, verlinke ich dir auch unten. Die haben wir hier schon ein, zweimal thematisiert. Und da hat man Menschen auf ein Kaloriendefizit gesetzt, das war gleich, und hat einen Schlaf von 8,5 Stunden zu 5,5 Stunden verglichen. Wenn du die Details lesen willst, gerne einmal selbst die Studie aufmachen. Und in der Phase des guten Schlafes haben die Probanden 1,6-fach weniger Muskelmasse verloren, 1,6-fach und 2,3-fach mehr Fett verbrannt. Genau das, was wir wollen. Wie gesagt, 8,5 Stunden Schlaf zu 5,5 Stunden Schlaf, also 3 Stunden Schlafentzug. Das macht schon eine Menge aus. Lass uns auf die nächste Studie springen, denn die zeigt uns, wo das Fett gespeichert wird, wenn wir denn auch vielleicht mal im kalorischen Überschuss sind. Und das war eine Studie, in der Probanden 7,5 Stunden zur Eingewöhnung für 4 Tage geschlafen haben. Und dann wurden die Probanden in 2 Gruppen aufgeteilt. Und einmal haben Probanden in einer Gruppe 4 Stunden pro Nacht geschlafen, in der anderen 9 Stunden pro Nacht. Und sie durften im Rahmen dieses Experimentes innerhalb dieser 21 Tage insgesamt so viel essen, wie sie wollen. In der Fachliteratur nennt man das ad libitum, also nach Belieben, ohne Grenzen und nach Belieben. Bei der Gruppe des Schlafentzuges haben wir 300 Kalorien pro Tag an Mehraufnahme von Kalorien entdeckt.
und haben auch gesehen, dass knapp ein halbes Kilogramm mehr Gewichtszugewinn im Vergleich zur normalen Gruppe passiert. Wie gesagt, wir sind hier bei 4 Stunden Schlaf pro Nacht. Das ist schon recht wenig. Aber ich denke, wenn man selbst einmal mal reflektiert, es kann schon sein, dass man häufiger mal bei 6 oder bei 5 Stunden Schlaf gelandet ist in dem heutigen turbulenten Leben. 300 Kalorien mehr pro Tag. Aber jetzt wird interessant, wo wurde denn das Fett gespeichert? Und da haben wir uns wieder das subkutane Fett angeguckt und das viszerale Fett, das wir nicht greifen können. Und einmal die Gruppe mit dem schlechten Schlaf im Vergleich zu der mit dem guten Schlaf. Subkutan wurde 8% im Vergleich zu 4% subkutan gespeichert. Also die Gruppe mit dem schlechteren Schlaf war schlechter gestellt. Wenn wir uns das Bauchfett angucken, dann wird es sehr interessant. Die Gruppe mit dem schlechten Schlaf hatte 11% Fettzugewinn im Bauchfett. 11%. Und die andere Gruppe mit dem guten Schlaf 0%. 0%. Das heißt, nur im Rahmen des Schlafentzuges wurde das Bauchfett aufgebaut. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Natürlich haben wir Fettzugewinn erwartet, weil natürlich auch mehr Kalorien zugeführt wurden. Durch den schlechten Schlaf habe ich auch mehr Hunger. So kamen die 300 Kalorien zustande. Aber was nicht unbedingt erwartet war, war diese starke Verteilung in Richtung Bauchfett, dass da das Fett angelagert wurde. Also nicht nur die Kalorienbilanz ernst nehmen aus Punkt 1, sondern jetzt auch den Schlaf ernst nehmen. Und dann springen wir einmal auf den letzten Bereich und auf den letzten Punkt. Und da möchte ich deine Aufmerksamkeit auf Ergebnisse richten, die dir auch Freude machen. Wenn wir Bauchfett abbauen wollen, dann fühlt es sich manchmal so etwas zäh an und die Kilos, die verbrennen sich so ein bisschen schleppend und ja, dann stagniert es vielleicht mal ein bisschen und wir sind ein bisschen unzufrieden mit den Ergebnissen und dann erhöhen wir den Aufwand und wir essen noch weniger und wir bewegen uns noch mehr. Und da besteht einfach die Gefahr, das nicht mehr durchhalten zu können. Und die Wahrheit ist häufig, dass der Bauch der letzte Ort ist, an dem das Fett verbrannt wird. Wie gesagt, wir können durch Sport verstärken, dass das Bauchfett abgebaut wird, auch ohne ein kalorisches Defizit. Das wollen wir gerne natürlich tun. Aber wenn wir generell unsere Fettmasse reduzieren, Punkt 1, das Kaloriendefizit, dann ist häufig der Bauch der letzte Ort, an dem das Fett wirklich verbrannt wird. Bei mir ist es tatsächlich eher an den Oberschenkeln und am Gesäß, aber da bin ich auch eher ein Einzelfall und ich habe viele auch in meinem Umfeld, wo der Bauch eher das Letzte ist. Dann gibt es aber natürlich auch Menschen, bei denen das Gesicht das Letzte ist und bei denen das Gesicht noch sehr füllig aussieht, während der Körper wie ein wahrer Athlet aussieht. Und das Wichtigste erstmal, wenn wir uns vor Augen führen, wie die Gewichtssteuerung laufen sollte, ist, dass wir dranbleiben, dass wir weiter anpassen, dass wir einfach aktiv in dieser Kalorienbilanz wirtschaften und arbeiten und dazulernen und das Potenzial jeder Woche nutzen und den Plan einfach weiter verfolgen. Und ganz wichtig, der äußerliche Fortschritt, der ist nicht linear. Der ist nicht linear. Das kann sein, dass dein Körper innerhalb des einen Monats sehr viel an den Armen und an den Extremitäten abbaut. Beim nächsten Mal ist es eher so der Hüftspeck, der vielleicht abgebaut wird, dann im Gesicht. Und wenn du dir vor Augen führst, wo du überall Erfolge erkennen kannst, durch deine Arbeit, dann wird die Chance höher sein, dass du länger dran bleibst. So muss man es eigentlich sagen. Es lohnt sich, mehrere Ergebnisse dazu zu nehmen und entweder über die Klamotten, über die Maße irgendwie zu vergleichen, wo ich Fortschritte mache, vielleicht auch über Vorher-Nachher-Bilder, die man wöchentlich aufnimmt oder ein kleines Video und natürlich auch auf seine Vitalität und Leistungsfähigkeit achtet. Die wird natürlich sehr, sehr stark steigen, wenn wir das Krafttraining absolvieren. Und deswegen kannst du auch einfach mehrere Ergebnisse abnehmen, sodass du ja das Signal bekommst, dass du auf dem richtigen Weg bist. Nichts ist blöder zu denken, dass man auf dem falschen Weg ist und sich einfach die Räder durchdrehen. Also du kannst dein Gewicht messen, du kannst Maße nehmen, Oberschenkel, Hüfte und Bauch eignet sich da besonders. Da ist auch nicht großartig die Muskelmasse, die sich dann durch das Krafttraining abbaut. Da darf man natürlich ja auch wissen, dass 80 oder 60 Kilo nicht immer gleich 80 oder 60 Kilo sind, sondern die Verteilung der Muskulatur entscheidend ist, wie viel Fett habe ich an meinem Körper im Vergleich zu wie viel Muskulatur. Und
Wenn du, das war es erstmal mit den Inhalten, jetzt noch in einer eigener Sache, wenn das wertvoll für dich war, dann habe ich als Dank eine kleine Bitte an dich. Abonniere unseren Kanal. Da sehen wir, dass der Großteil unserer Zuhörer nicht den Kanal abonniert hat und das hilft uns, den Algorithmus zu füttern. Dann erreichen wir mehr Menschen mit diesen hoffentlich wertvollen Inhalten. Schreib uns gerne in die Kommentare, was hier für dich neu war. Und wenn du möglichst zielgerichtet und alltagstauglich und nachhaltig und nach allen Regeln der Kunst abnehmen möchtest, dann könnte dich unser Coaching-Programm interessieren. Das ist das, was wir hier anbieten. Das ist eine Zusammenarbeit, die relativ intensiv ist. Damit haben wir die besten Ergebnisse. Das heißt, wenn du es wirklich lösen möchtest und nicht das Gefühl haben möchtest, deine Energie in Bereiche zu investieren, die sich gar nicht so sehr lohnen, sondern wenn wir wirklich mit großen Schritten zu deinen Zielen laufen wollen, dann könnte das Kennenlerngespräch bei uns interessant für dich sein, das wir eben anbieten. Es ist kostenlos, das ist unverbindlich. Da unterhalten wir uns zu dir, deinen Versuchen, deiner Situation und auch zu der nötigen Lösung und was es dafür braucht. Wenn das dich interessiert, dann findest du da einen Link in der Beschreibung. Wir freuen uns da auf dich und freuen uns, dich und deine Situation kennenzulernen. Jetzt erstmal vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dein Sven.